Hallihallo, so jetzt zweiter Versuch für mein ach so tolles Video für einen ja, tollen Kanal auf YouTube. Falls irgendjemand von euch nicht kennt, ich meine natürlich Ranzratter, das hier ist ein Video nur für Ranzratter eigentlich. Nein, Quatsch, könnt ihr natürlich auch alle anschauen und kommentieren und liken, disliken, was auch immer. Ja, es ist mein erstes Video auf YouTube, also vielleicht auch mein zweites. Mal sehen, ob ich das sinnlose LOL-Video vorher nochmal hochlade. Also LOL League of Legends, ne? Nicht hier Laughing Out Loud, hahaha. Sondern ein sinnloses League of Legends Video, wo es um Manteon geht. Ja, wie gesagt, eins meiner ersten Videos jetzt für YouTube. Und zwar aus einem ganz schönen Grund. Ich habe bei Ranzratte das Video zur weißen Elefantendame gesehen. Von Battlefield 3. Und er hat einfach eine Liebeserklärung dazu gemacht und ich möchte ihm einfach noch eine kleine Ergänzung dazu geben. Und zwar, es gibt diese weiße Elefantendame schon mal an anderer Stelle. Sozusagen den männlichen Part dazu oder was auch immer. Ach, keine Ahnung. Eigentlich sind Waffen ja immer Frauen. Ich frag mich jetzt nicht, warum bitte. Also, ich frag mich nicht warum, obwohl sie ein langes Rohr haben, sind immer Frauen. Ich habe im Bund, da waren es auch immer Frauen. Und zwar, die weiße Elefantendame gibt es schon mal. Ich spiele jetzt zwar gerade die Sirene, das ist nicht die weiße Elefantendame, sondern das hier. Tada! Ja, sieht ein bisschen anders aus. Hat aber sonst fast die gleiche Funktionalität. Wie ich darauf komme, dass es die weiße Elefantendame ist, ist ein ganz einfacher Grund. Es ist auch eine Elefantenwaffe. Man soll sich bitte einen eigenen Elefanten damit schießen. Whittings Elephant Gun. Das ist doch mal was, deswegen habe ich mir gedacht, ja, könnte man eigentlich so mal ihn ergänzen. Also die haut doch ordentlich rein und ich werde auch euch hoffentlich gleich ein bisschen Action dazu zeigen, weil ich muss den Elementen-Artefakt bauen. Weiß? Ich glaube, geht aber nicht. Soll ich den zurück? Ach. Ja, ich werde euch ein bisschen Action dazu zeigen, wie das aussieht und so und ja, abgehen. Ich habe es schon mal versucht, wie gesagt, zweiter Versuch von dem Video. Ich habe das schon mal alles gemacht, alles aufgenommen, alles lustig, lustig. Das Problem ist, ich habe einen Vierkanal, also Vierkanal Surround Sound liegt in meiner Soundkarte. Ich habe so eine dumme Onboard-Soundkarte, weil, ach egal, alles abgeschmiert System. Momentan nur eine Onboard-Soundkarte, die ist nicht so prickelnd und die hat nur einen Vierkanal-Ausgang. Wer ja sich auch immer das ausgedacht hat. Jedenfalls habe ich dann nur vier Kanäle und habe also Surround Sound, der ein bisschen merkwürdig ist. Und irgendwie kommt Vegas damit nicht klar, wenn ich das aufnehme mit Fraps. Also ich nehme mit Fraps auf. Und wenn ich das in Sony Vegas Pro diese Videoclips reinziehe, ist da kein Ton drauf. Wenn ich das mit dem Windows Media Player wiedergebe, ist da super Ton drauf, habt ihr alles, was ich quatsche, höre, zu hören war, was auch immer, alles drauf. Wenn ich es in Vegas reinziehe, habe ich da keine Tonspur. Wenn jemand irgendeinen Workaround weiß, wäre cool, weil das sind 32 GB Videos für die Cuts. Jetzt nehme ich ein Stereo auf und hoffe, es funktioniert. Ich gehe mal davon aus, ich habe letztens ein Testvideo gemacht, da hat es funktioniert. Ja. Nett, da bin ich gerade rausgeflogen aus dem Spiel und damit hat die Aufnahme auch aufgehört. Fragt mich jetzt nicht warum. War halt so. Ja, wie gesagt, zweiter Versuch, eigentlich nur um zu zeigen, die weiße Elefantendame ist geil, egal in welchem Spiel. Ich hoffe, das findet auch so einen entsprechenden Anklang. Warum sehe ich denn? Was zur Hölle? Okay, dann fahre ich halt dahin. Ich wollte eigentlich ein bisschen, ja, einen schönen Pink, weil ich spiele hier die Sirene, wie ihr gerade seht. Ne? Das zeige ich euch gleich nochmal. Also ich spiele die Sirene, fragt mich warum. Ich habe Borderlands schon mal ziemlich weit gespielt als Soldat. Komme ich überhaupt irgendwo raus? Oh, komme ich nicht raus. Und war schon in Mitte 40ern, hatte das Hauptspiel auch schon mal durch und so. Und dann einfach schon was gemacht. Ja. Wie ihr seht, seht ihr nichts von dem, was ich euch zeigen wollte. Ah, super. Wie komme ich denn jetzt dahin? Okay, so. Dann machen wir das so. Ach, nicht die Outrider, ey. Von denen muss ich ja irgendwie mal 8 so zerlegen. Das ist nervig. Und ich hier, da. Ist wieder hoch.
Ach so, ja, ich muss hier rein. Stimmt. So, ich komme hier, kriege ich das jetzt hin? Komm raus. Pum! Bam! 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 Wenn ich ziehen könnte. Er verbrennt, er verbrennt, er verbrennt. Und fällt nicht um. Arsche. Das ist ehrlich. Das ist ja gerade mit einem HP überlebt, ehrlich. Bam! Ach Mann. Bam! Ach Mann! Geht doch. Ja, da ist gerade mein Sniper Rifle Level gestiegen. Yay. Hier. Ne, das zeigt. Ach man. Wie wir jetzt hier die hier. So ein kleines Teil bremst dann mal alles. Ja, ich wollte euch nur zeigen. Ich geh jetzt gerade. Hallo? So, hier. Ich spiele Sirene. Ja, ungefähr wie es mir gefällt. Geskillt habe ich momentan hier Elemental-Schaden, so schön. Irgendwie habe ich da ziemlich wenig Elemental-Waffen. Egal, ignoriert es einfach mal, dass das ziemlich wenig Elemental-Waffen sind. Ja. Bam! 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 Mann! Ey, ehrlich. Scheißdreck! Kein Typ rennt nicht weg! Geht doch. Hier weg sogar nee. Ja, ich kann ein bisschen schneller laufen, wenn ich jemanden töte und ein bisschen mehr XP dann in den nächsten Minuten, Sekunden, was auch immer. So, und brenne. Ja, ich brenne. Das ist bei den Sirenen so, das ist ihr der Skill sozusagen, die jede Menge Elemente Gelumpe macht. Oh, ich habe eine Waffe. Oh, stopp, 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 stopp. Kriegst du umgeht. Das habe ich schon vorhin gleich festgestellt. Ne, bam! Bam, ach Mann. Ich werde gerade die Frau nicht überdreht, machen wir weg. Nicht warum? Oh, oh. Dann müssen wir weg. Muni alle. Schrecklich. Also ich spiele normalerweise nicht mit Sniper, deswegen dauert das schon ewig, bis ich nachgeladen hat. Ha. Elektrisiere. Bam. Nummer 36, 12 und 42. Ist schon deutlich anders. Hier, oder? 11x46 ist auch anders. Also, ich weiß nicht, ich finde hier immer Waffen von höheren Level, die irgendwie. Ja, das sind meine einzelnen Elementwaffen getan hier, ne? Die sind recht. Im. Ja. Bereich. Im Arsenal, die ich wirklich nutze aktiv. Ja, wie gesagt, ich will die weiße Elefanten damit zeigen und zeigen, dass man hier abgehen kann. Also, Moment. Maa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 a
Kacke. Ja, Artefakt. Nennen wir es Artefakt. Achso, ich krieg ja, stimmt, ich krieg wirklich ein Artefakt hier. Exklusiv Artefakt. Yay! Da kann ich hier so. Exklusiv Level 2. Und jede Menge Waffen. Waffen! Achso. Hey, eine Eldenwaffe. Eldenwaffe. Eine Eldenschrotflinte, wie geil ist das denn? Ja. Ihr seid live dabei. Ich habe eine Eldenschrotflinte gefunden. Wuhuhuhu! Was will ich da machen? So, ich würde sagen, das reicht erstmal so zum Zeigen, wie die. Ja, oder? Na. Ja, doch, ich denke, das reicht. Übrigens hier, ich bin explodierend, wenn ich mein Spiel gemacht habe. Ja, doch, ich würde sagen, das reicht erstmal so allgemein für Footage, was ist, was die Sniper Rifle hier bei der Elefantendame angeht, ne? Hans-Rotte, ich werde jetzt das Video antwort posten und ich hoffe, du schaust dir mal wenigstens kurzzeitig an und. Alle, die noch nicht Borderlands gespielt haben, zocken! Borderlands 2 kommt irgendwann dieses Jahr raus und Borderlands 1 ist schon so geil. Ihr dürft euch natürlich nicht ernst nehmen, also wenn ihr wirklich sagt, nimmt sich voll ernst, voll 115 Geschichte, ey, das nimmt so viel auf die Schippe, also ehrlich. Fängt schon an mit einem russischen Busfahrer, der dich irgendwo hin, der dich hier auf die Karte, also auf den Spiel bringt, also. Ehrlich, nehmt's nicht ernst, lasst's. Vor allem die, auch die kleinen Mini-Roboter, die überall rumstehen. Es ist Spaß! Also ehrlich, wer da sagt, hier irgendwie voll schrecklich und kein richtiges Rollenspiel, weil das hier so Rollenspiel-Anleihen so hier mit Skills und so, ne? Es ist eigentlich ein Shooter mit einer 0815-Geschichte, der sämtlichen Scheiß auf die Schippe nimmt. Also vor allen Dingen die Download-Contents sind so genial. Das müsst ihr euch einfach mal anschauen. Gibt es zum Beispiel einen Download-Content mit Robovolution oder so ähnlich? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls der Aufstand der Claptraps. Total geil. Also, schönen Tag noch, viel Spaß und ich denke, ich werde demnächst mal ein bisschen mehr hier posten, so von was ich gerade spiele. Vielleicht sogar mal irgendein Koop von Borderlands oder sowas. Mal sehen, ob ich irgendwas finde. Ansonsten viel Spaß, bald und reinjauen. Ja, das war auch ein Game.